So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13.2. Ja, ich habe jetzt letztes Mal so ein bisschen optionales Zeug gemacht und dann wir eine kleine Aufnahmepause gemacht. Wieder nebenbei so ein, zwei Fragmentteile, die wir dann da so eingesammelt haben zu den ursprünglichen, Artefaktteile, zu den ursprünglichen Besitzern gebracht und daraus Fragmente gemacht oder was auch immer. Jedenfalls begeben wir uns heute in die Brescher-Ruinen. Wer wird der Einzige, der diese Invasion contain? The sudden appearance and rampant growth of a paradox has turned the Brescia ruins into a crawling nest of monsters. Even the army, unable to contain the endless waves of creatures, has been forced to withdraw. In a last desperate measure, the government has offered a huge sum of money to the person who resolves the paradox. Many have tried, and many have failed. But still, the ruins overflow with reckless bounty hunters and scholars seeking to claim the substantial reward. Ja, das klingt doch gut. Also da gehen wir jetzt mal rein, aber ich schneide das eben, damit ihr das Gelade nicht mitkriegt. Also bis gleich. Ach, hier ist ja gar keine Cutscene. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt mit einer Cutscene gerechnet. Der Stoff, die ist als Opfergabe dargebracht. Na dann. Hallo? Because of some paradox thing legit that occurred 80-some years ago, the monsters here are multiplying like no one's ever seen. The government gave up trying to fix the problem themselves a while ago. Now they're just throwing buckets to deal with bounty hunters to deal with the problem instead. You can't find any other jobs out there where you can make this much kill. Thanks to the government, everyone here's got cash to spare. If you're looking for some extra pocket money, this is your best bet. Ja, das klingt doch ganz gut, weil Geldnot haben wir auf jeden Fall. Wir wollen ja Geld haben für unser... ja, wie soll ich das erklären? Ja, genau. Genau, für die Urartefakte. Ist sehr einfacher, sich die zusammenzusuchen. Also das Geld zusammenzusuchen, als da stundenlang zu spielen. Was sagst du? Oh, hallo. More bounty hunters, I see. You two are much too young to be in a place like this. What a sad world this has become. I'm working on the development of a new weapon. The materials I need can be found where the paradox effect is the strongest, somewhere inside the ruins. If you see anything of the sort, I'd appreciate it if you brought it back to me. Of course, you'll be compensated for your efforts. Brescia Ruin Pet. Entwickelt eine neue Waffe und benötigt dringend Waffenbaumaterial. Ja. Alright, the objects you're looking for are likely lost within the space-time rift. I know they won't be easy to find, so make sure to check every hidden corner, every crevice. Ja, das klingt doch nach Spaß. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal hierher. Zu unserer beliebten Schoko... Toll. Oh! Ein violetter Chocobo, es fängt ja super an. Kann ich nicht anders sagen. So einen habe ich glaube ich noch gar nicht. Ich habe einen roten, ich habe einen gelben, ich habe einen goldenen. Aber habe ich einen violetten? Ich glaube ich habe einen grünen noch. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwas habe ich gefangen. Gestauter Zorn, oh Gott. Der zieht ja bestimmt hier Noel die Schuhe aus. Ach nee, doch nicht. Er hat sich gebufft. Und jetzt hockt er da, jetzt müsste er gleich irgendwas losköteln. Ich habe jetzt einfach mal bewusst kötteln gesagt. Nee, da macht uns kaum Schaden, das ist harmlos. Na gut, vielleicht doch ein bisschen Schaden. So, der ist geschockt, der hat jetzt nichts mehr zu melden. Und einmal bitte. Der ist jetzt eigentlich schon tot, aber egal. Und? Hm, Schokobo-Feder, auch schön. Oder auch nicht. Was sagst du? Did you come to check out my Chocotastic selection of goods?
Ja, das wollen wir. Waffen? Nee, können wir uns immer noch nicht leisten, die andere. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich die Knochenpanzer her hatte. Die habe ich auf jeden Fall schon und der Rächer fehlt mir auch noch. Blöd. Ja, und die habe ich gar nicht gekauft, weil ich ja Serienbonus 2 schon habe. Toll, nicht? Nee, warte. Was hast du bei Raritäten? Gieserkraut? Da haben wir aber genug von. Monsterkomponenten gehen nur bis 2. Achso, Accessoires. Hast du da irgendwas Sinnvolles? Silberring plus. Entschuldigung. Ach je, ich muss mal husten. Kleinen Moment. So, es gab nichts Tolles zum Shoppen, deshalb kommen wir hier wieder raus. Oh. You'll come and see me again, won't you, Choco? Ja, ist okay. Dann wollen wir mal hier rein. Mal gucken, was hier drin so abgeht. Ich meine, diese Bomber, die hier waren, die waren ja schon ein bisschen übel, ne? Ach, nur solche Dinger wieder. Aber die können uns ja nicht viel. Und ich habe jetzt gerade vorhin nicht darauf geachtet, wie viel Geld wir jetzt für den Schokobo gekriegt haben. Deshalb bin ich doch jetzt etwas interessiert. Na, also bisher geht's jetzt mit den Gegnern, ne? Also müssen wir hier fürs Eliminieren von den Gegnern... 450 Jill ist jetzt nicht schlecht, ne? Also hier lässt sich's auf jeden Fall leveln. Hier werde ich wohl eine Zeit lang bleiben. Kann ich jetzt nicht anders sagen. Oh! Da ist eine Kiste. Ja, genau, Mok. Die habe ich jetzt auch schon entdeckt. Und Waffenbaumaterial. Das ist ja mal gar nicht schlecht. Dann kommen wir jetzt zu der alten sofort zurück. So. Und es kommen keine Kämpfe. Ich bin echt verwundert. Und das Donnern macht mir irgendwie Angst. Also, wenn mir etwas Angst macht, dann ist es Gewitter. Na gut, anders. Mir macht eigentlich viel Angst, aber Gewitter besonders, sagen wir es mal so. Und ja, ich muss erstmal wieder in dieses Hauen reinkommen. Das habe ich gerade ganz fantabulös verkackt. Ja. Server hat auch übrigens, ich glaube, immer noch den anderen Bogen an, den wir ihr gekauft haben. Den mit dem Serienbonus. Oder der ATB-Geschwindigkeit? Ich weiß es gerade gar nicht. Dann verlegen wir der jetzt. Obwohl, eigentlich nicht. Fragmente. Was haben wir denn für eins gekriegt? Ach ja, richtig. Jaschas Massiv haben wir jetzt auch voll. Da haben wir nämlich dieses Unschuldsdings hier. So, jetzt fehlt uns hier noch. Nee. Mit irgendeinem Brescher-Ruin. Stimmt doch irgendwas nicht. Neobodum 700. Ach ja, da brauchen wir auch dieses komische Dings hier für. Jaschas Massiv. Ich habe keine Ahnung, was hier fehlt. Naja, egal. Wir laufen jetzt. Wir wollen raus, ne? Raus geht's nach da. Nee, falsch. Genau andersrum. Toll. Oh, es donnert. Aber immerhin ist, wie soll ich sagen. Oh, Bomber. Also, was heißt Bomber? Wahrscheinlich ist es irgendeine Abwandlung davon. Ich habe keine Ahnung, welche. Wirbelgranate. Das klingt super. Wirbelgranate 1 hat auf jeden Fall schon mal den Arsch zugekniffen. Und Wirbelgranate 2 jetzt auch. Und wir haben Wirbelgranate. Ist doch schön. Und Rosenspat. Ey, wir haben Rosenspat. Das war damals mal zum Aufwerten. Ja. Gib du mir mal Deckung. Ich fühle mich erleuchtet. Hi. You've got everything I need. Now I can build a weapon that will destroy even the strongest of monsters. You want to know what I'm going to do with a weapon like that? I'm going to sell it to the government for a serious profit. Here's what I promised you. Thanks again for your hard work. Wir haben den Palladiumring. Ich bin ja hin und weg. Ich bin dafür, dass wir da. Oh Gott. Sarah, die Richtung, genau. Ich bin dafür, dass wir jetzt aber erst einmal außenrum gehen und den Rest der äußeren Karte jetzt erkunden, bevor wir innen drum rumfuschen, obwohl ich weiß nicht. Wir können auch systematisch vorgehen und uns erst das Innere angucken und dann das Äußere. Ja, ich bin so verwirrt. Oder so schön verstrahlt.
Keine Ahnung, ganz im Ernst. Ich bin erst vor außen. Und dann auf dem Rückweg gucken wir uns den Tunnel da weiter an. Was rennt denn der da so rum? Oh, Gewitter sind so schlimm. Ich hasse auch Gewitter in Minecraft. Es gibt nichts Schlimmeres. Und oh, der Dingsbums hat ja mal so einen Server, ne? Mittlerweile ist der offline. Aber da war eine Mob-Arena direkt vor meinem Haus. Dann haben die ständig in dieser Mob-Arena gespielt und ständig hatte ich diese Donnergeräusche in den Ohren. Ey, das war so übel. Das war so übel. Ich hatte so keine Lust mehr. Bin ich auch kaum noch auf den Server gegangen. Weil warum muss man... Ich habe mir extra so ein Häuschen so abseits gesucht und direkt vor meine Nase, bam, Monster-Arena. Dann war es mit dem Abseits auch passé. Oh, hallo Mensch. What do you want? Would you be interested in a small job? It's nothing very exciting. I just need you to find someone. My assistant left a while ago and I haven't seen him since. Can you find him and give him a message for me, if possible? Tell him I need the monster analysis report, ASAP. Finde den vermissten Assistenten. Spectacular. I knew I could count on you. Ja, super. Das machen wir auch auf dem Rückweg, würde ich sagen. Obwohl, wollen wir erst hier reingucken? Lass uns erst hier reingucken. Ich bin da jetzt irgendwie neugierig. Ob da unten was drin ist. Besonders, weil wir kommen ja dann eh da wieder hinten raus, ne? Weil das ist ja nur so eine kleine Tunnelunterführung. Also so sehe ich das. Keine Ahnung, wie ihr das jetzt seht. Schön, wenn ich gucke, wie viel Geld wir kriegen. Vorhin waren es 400, aber sind das jetzt immer noch 400? Hallo. Du siehst nicht so aus, als würdest du kämpfen. Oh. Da komm her. Dich will ich. Ich will die Stulu da. Oder so. Nur einer? Ja, dann verabschiede dich von deinem Dasein. Too easy. Ja. Das meinte ich damit. Ach, ich gucke nicht aufs Geld. Ich krieg das so schnell weg. Das ist ärgerlich. Aber auf jeden Fall rennt da jemand. Läuft da jemand rum mit dem Gedings? Das ist ja übelste Sorte. Oh Gott, der lacht immer wie so ein kleines Kind. What's going on? What? You want the monster analysis report? Oh, my boss must have sent you after me. Here's the report. Take it. Super. Dann wollen wir mal eben zurück. Und da haben wir ihn auf Anhieb getroffen. Das freut mir, das freut mir. Übrigens ist heute für mich der Tag, an dem der Part hochgegangen ist, wo ich meine Theorien etwas, also die Theorie zu der Mythologie etwas näher erläutert hat. Und ich habe mich so gefreut über euer positives Feedback, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, jetzt habt ihr ungefähr eine Ahnung, wie viel ich im Vorfeld aufgenommen habe. Ja, oder die Waldfee. Das war ziemlich viel an einem Stück. Warum donnert das denn? Ach so, da sind Löcher in der Decke. Ah, das macht Sinn. Die standen da jetzt super. Kann man nicht anders sagen. Ja, jedenfalls hat mich das schwer gefreut, dass ich euch damit helfen konnte. Und da könnt ihr euch eigentlich noch mehr freuen auf das große Special, was ich mit der Sherry-Joghurt plane. Wir haben schon ja, Teile von Konzept fertig und ich schreibe gerade an den Texten dafür und das wird ein Riesending, Leute. Ihr könnt euch so mega drauf freuen. Ich glaube, das wird das größte Videoprojekt, was ich dann je gestemmt habe. Also jetzt vom Aufwand her. Das wird auch aufwendiger als Final Fantasy auf Content lassen. Weil es halt wirklich ein Infovideo ist, ne? So, ey, wie dieser Akrobode abgeht, das ist der Hammer. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sollten als erstes auf die Wirbelgranaten gehen. Ist wahrscheinlich das Klügste. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung.
Los, Noel, gib's der Granate. Sind die anderen so nebenbei tot gegangen? Tatsache, die sind beim Blitzker draufgegangen. Boah, 900. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Und schon wieder Rosen spart. Wir wollten mit dem Typen reden. Da ist er. Thank you for your hard work. This data should prove to be invaluable in resolving the paradox. The reason this data is so important is because, well, I won't bother you with the technical details. Here's the reward I promised you. It's all there, you have my word. Toll, wir haben den Osmonium. Are you sure this is the way to solve the paradox? It's important to investigate all aspects of the case, Kubo. One step at a time, Kubo. One step at a time. Ma, that's not very convincing coming from you. When's the last time you took a step anywhere? Ha! War sie lustig. Oh Gott, ich krieg mich ja kaum noch ein.